Eines der wichtigsten Themen im Krankenhaus ist die Hygiene. Dazu zählt zum Beispiel die richtige Desinfektion der Hände. Hygienemaßnahmen dienen aber nicht nur dem Schutz der Patientinnen und Patienten, sondern dienen auch dem Schutz der Mitarbeiter. Bei bestimmten Tätigkeiten muss im Krankenhaus Schutzkleidung getragen werden, um sich selbst vor Chemikalien oder Mikroorganismen zu schützen und um eine Verschleppung von Keimen zu verhindern. Arbeitskleidung ist keine Schutzkleidung. Ein Schutzkittel wird so getragen, dass die gesamte Vorderseite bedeckt ist. Der Kittel muss außerdem geschlossen sein. Vor allem bei Patienten mit hohem Infektionsrisiko, die isoliert werden müssen, ist die persönliche Schutzkleidung besonders wichtig. Sie besteht aus Schutzkittel, Maske und Handschuhen. Auch beim Ablegen von Maske und Handschuhen muss darauf geachtet werden, dass die Umgebung nicht kontaminiert wird. Wird der Schutzkittel im Patientenzimmer abgelegt, dann muss die Innenseite auch nach innen gewendet bleiben, damit diese nicht kontaminiert wird. Außerhalb des Patientenzimmers ist es umgekehrt. Da wird die Innenseite nach außen gekehrt, damit keine Keime über die Außenseite des Kittels in die Behandlungsräume gebracht werden. Besondere Schutzmaßnahmen müssen auch getroffen werden, wenn mit Flüssigkeiten jeglicher Art hantiert wird, vor allem wenn die Gefahr besteht, die Arbeitskleidung zu durchfeuchten. Neben den normalen Schutzmaßnahmen muss dann eine flüssigkeitsdichte Schürze getragen werden. Beim Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen wie zum Beispiel Lösungsmitteln und Desinfektionsmitteln ist die persönliche Schutzausrüstung besonders wichtig. Zum Schutz der Hände müssen Einmalhandschuhe aus Nitrilkautschuk verwendet werden. Bei aerosolbildenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem offenen Absaugen, ist außerdem eine Schutzbrille nötig. Einen Leitfaden zum Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen gibt es im Intranet. Der Schutz der Mitarbeiter hat auch im österreichischen Gesetz einen besonderen Stellenwert. So sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel verpflichtet, die Schutzausrüstung, die ihnen der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, auch zu benutzen. In ihrem eigenen Sinne und im Sinne der Patienten sollten sie das berücksichtigen.